Hallo und herzlich willkommen zu Mogis Daily Heroic, dem Nerd-Tagebuch. Ja, es ist relativ früh, 9 Uhr morgens oder so. Was heißt oder so? Ich schau mal kurz auf die Uhr, wie spät ist es? 9:16 Uhr. Vorweg keine Q in SWTOR, juhu. Ja, kommen wir aber erst, wie immer, zu WoW. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also 7 von 8 hat jetzt noch eine taiwanesische Gilde, Stars, nachgelegt. Kennen die meisten wahrscheinlich. Damals noch von Shanox. Zum Beispiel mit dem, also das Drama war ja relativ groß, weil die hatten einen Faction Change gemacht und hatten, naja, Shanox HC gekillt. Schon bevor eigentlich jede Gilde überhaupt an HC gedacht hat. Ne? Damals in Firelands. Haben jetzt auch den Rücken von Deathwing Down. Ist wie gesagt eine taiwanesische Gilde, soweit ich weiß. Aber jetzt kommt's, wir haben einen EU-Kill. Ja? Silent. Von EU Illidan. Wenn ich es mir so angucke, kam auch so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie. Also die Kills von den Hardmodes 15, 34, 13, 15 und 5 bei Warmaster Blackhorn. Das ist dann schon wieder relativ gut. Und dann auf einmal 3 bei Spine of Deathwing. Ich weiß ja nicht. Ja, die Gerüchteküche brodelt. So nach dem Motto, da hat irgendwer was rausgefunden, was die anderen noch nicht rausgefunden haben. Ich persönlich weiß es nicht. Tja. In den Comments steht auch, ja, erkennt doch endlich den Kill an oder sowas. Natürlich erkenne ich den Kill an. Hallo? 8 von 8 HC ist down. Gratz an die koreanische Gilde ist auch vollkommen okay. Bloß darf es ja wohl erlaubt sein, finde ich zumindest, dass man halt so denkt, was ist denn da los? Also irgendwie, also es kommt einem trotzdem so komisch vor. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil bisher war Paragon immer mit einem Abstand vorne. Jetzt eine Woche hinten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist, ja. Oh. Verdammt, noch müde. Ja, also ich hoffe, dass ihr das nicht, also auf keinen Fall bitte so verstehen, dass ich den Koreanern den Kill nicht gönne oder auch der EU-Gilde. Wenn das alles mit rechten Dingen zuging, hey, richtig krasses Graz, ich bin ziemlich beeindruckt. Aber ich hoffe, dass ihr, die Community, das auch ein bisschen verstehen könnt, dass man sich so ein bisschen denkt, haben die was abused? Das ist auch total komisch. Normal war Paragon noch immer so ein bisschen over the top, sagen wir mal. Ja, das ist alles, worüber ich nachgedacht habe. Ja, oder wozu ich auch in den Tagebüchern anregen wollte. Ansonsten, ne? GZ. Dann gibt es auf jeden Fall heute ein paar Hotfixes, beziehungsweise gab es gestern. Da wurde auch ein bisschen was in Dragon Soul verändert. Und zwar an Morshock, dieser Double Stomp Damage, der kommt halt jetzt wirklich nur auf die zwei nächsten Spieler zu dem Boss. Dann an Hagara wurde was geändert, an Lurashi, an Spine of Deathwing und Madness of Deathwing. Madness of Deathwing hat wohl, wenn so ein Tentakel gekillt wurde in der Zeit, wo ein Meteor gespawnt ist, einfach 2 gecastet. Das wurde jetzt wohl gefixt. Jo. Ansonsten die restlichen Patch Notes, gehe ich mal davon aus, dass ihr die eh schon gelesen habt. Wie krass das jetzt ist, also ob das Buffs sind oder Nerfs sind, weiß ich auch nicht so genau. Wobei ich. Oh Mann. Ich glaube übrigens, ich werde wirklich wieder ein bisschen krank. Yozai zum Beispiel, The Unsleeping, der diesen Void Bolt Debuff auf seinem Target hinterlässt. Ja. Der wurde auf jeden Fall so geändert, dass der nicht mehr von Pets getankt werden kann. Das heißt, er wurde wohl auch ein bisschen rumschlawinert bei dem Encounter. Komisch, obwohl das ja jetzt gefixt wurde,
Was dann ja eigentlich, ne? Hotfix? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eure Meinung interessiert mich, wie immer, ne? Was auch ganz wichtig ist, dass der Druidenbonus, Firebloom, das ist, denke ich mal, der Vierer-Bonus, bringt jetzt in der schwarzen Phase keine Stacks mehr. Das ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Das heißt, Druids können sich dort ein bisschen besser freuen. Ja. Ansonsten, lest euch die Patch Notes mal durch. Was denkt ihr dazu? Ich habe es jetzt so überflogen, aber vielleicht bin ich auch einfach gerade ein bisschen, nenne ich das mal, lustlos oder nicht so gut informiert. Weil, wie ihr ja wisst, ich bin Star Wars am Spielen, relativ viel gerade. Will versuchen, Max-Level zu werden. Werd dann auch jetzt gleich den Stream wieder anschmeißen, wenn ich mit dem Daily Aufnehmen fertig bin und mit dem Rendern. Was noch dazu kommt, ja. Nee, kommt nicht dazu. WoW-Sache ist quasi gelaufen. Dann gibt es halt dies, also es ist ja ziemlich viel rumgegeistert, irgendwie FTH fusioniert mit Affenjungs in WoW. Ich kann dazu gar nichts sagen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht, ja, wartet ihr einfach nochmal ab, bis irgendwie eine News of Mana Flask kommt. Ich selber bin da einfach gar nicht bis zu wenig informiert. Und ja, ich habe das Gerücht halt nur mitbekommen. Ich habe eure Nachfragen alle erhalten, das möchte ich damit sagen. Allerdings kann ich euch nichts sagen. So quasi. Weil ich, also ich darf nichts sagen und ich kann euch nichts sagen. Ja. Dann kommen wir zu dem SWTOR-Teil. Server, lange Warteschleife, alter Schwede, gestern war ja wohl der absolute Hammer. Das Spiel ist released worden. Ich habe meinen Schatz, glaube ich, schon nachmittags eingeloggt, damit sie abends überhaupt spielen kann. Man muss dazu sagen, dass halt unser Server auch extrem voll ist. Ja? Und deshalb nochmal hier an jeden, der vielleicht ganz normal arbeiten muss. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, ich sollte vielleicht wieder ins Bett gehen. Nein, aber der ganz normal arbeiten muss und nicht gerade Urlaub hat oder so, der wird es echt schwer haben, auf unserem Server irgendwie Fuß zu fassen. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich komme abends nach Hause und logge mich dann so ein um, sagen wir mal, 17:30 Uhr. Wenn man bis 16 Uhr arbeitet, wäre das ja normal. 17:30 Uhr loggt man sich ein. Dann hänge ich erstmal 3 Stunden in der Warteschleife. Dann ist es 20:30 Uhr, dann kann ich noch ein bisschen spielen, dann muss ich wieder ins Bett, weil ich nächsten Tag arbeiten muss. Da empfehle ich euch auf jeden Fall, das so ein bisschen, also vielleicht dann doch nicht auf demselben Server wie eine große Gilde zu sein, sondern geht lieber auf einen anderen. Also gäbe es Servertransfer für Euros in dem Spiel, ich glaube, viele von uns hätten, also wir hätten das schon gemacht. Das ist ja das Kuriose. Ja, ich fange einfach mal auch an mit Sachen, die ich an Star Wars gerne noch verbessert haben möchte. Gestern im Stream haben die Leute, also habe ich ja schon so ein bisschen darüber geredet, was kommen muss. Also für mich zumindest hat oberste Priorität, bitte, 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 BioWare. Lasst endlich Addons zu. Oh. Der arme Mogi mit seinen Augen. Der kann das doch nicht. Also das wäre wirklich cool, wenn BioWare Addons zulassen könnte. Zumindest für Unit Frames, für Bars. Ich hätte gerne auch zum Beispiel, was ich nie verstehen werde, warum ist in allen MMOs immer so der Cooldown so, warum schreibt man da nicht einfach eine Zahl rein? Das, so wie das halt durch Omni CC kommt. Das würde ich mir halt wünschen auf jeden Fall. Unit Frames, super toll wäre das. Vielleicht sowas wie Grid auch noch. Und sowas wie Power Auras, dass ich meine Buffs und Procs besser überschauen kann, sage ich mal. Ach, das wäre schön. Diese Sachen vermisst man in dem Spiel wirklich. Ansonsten gibt es noch ein Problem, was ich habe. Und zwar immer, wenn ich gerade auslaufe und dann
hinter mich gucke und dann loslasse, die Maustaste, und wieder loslaufe, dann dreht die automatisch hinter meinen Char die Kamera. Das finde ich auch nicht gut, das sollte man ausstellen können. Warum? Ich meine, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, beim Vorwärtslaufen willst du dich von vorne angucken oder was? Nee, das hat was mit PvP zu tun. Wenn ich dann gerade weglaufe vor jemanden, dann würde ich gerne die Kamera drehen und den anklicken können. Aber das funktioniert ja nicht, weil wenn ich die Maus loslasse, gucke ich wieder nach vorne. Das heißt, man muss dann immer so strafen oder, also man muss quasi backpedalen. Oder wie löst ihr das? Ja, ist dann nicht so die Frage. Naja. Diese beiden größeren Themen sind auf jeden Fall bei mir zumindest das, was mich am Spiel doch ein bisschen stört. Aber ansonsten macht es immer noch Spaß. Level 41. Gestern hab da schon zugucken können. Holla die Waldfee war das. Also das war wirklich, das war mein schlimmster Tag auch. Vielleicht, weil ich so ein bisschen auch versucht habe, mich auf den Stream-Chat zu konzentrieren. Ich werde das heute mal ein bisschen runterfahren versuchen und vielleicht dafür ein bisschen mehr zu spielen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat gestern und natürlich, dass es euch auch heute dann gefällt, wenn ich dann gleich streamen werde. Joa. Soweit war es das eigentlich. Wobei, ich werde noch immer gefragt, welche Klasse ich spiele. Wobei die Leute, die wahrscheinlich das Tagebuch hören, wissen das eh. Das ist ein Sith-Sorcerer, den ich spiele. Dann eine häufige Frage ist, welche Heiler gibt es? Das ist einmal Sith-Sorcerer. Das ist, denke ich mal, so ein bisschen Priest-affin. Dann gibt es einen Imperial Agent, Operative, der auch eher so in die Healer-Richtung geht. Also da hat man zumindest einen Heal-Baum. Ja. Natürlich können diese Chars auch immer noch Damage machen nebenbei, also mit anderen Specs. Und dann gibt es noch der ist übrigens wie ein Druid, der Imperial Agent. So, also das sind jetzt grobe Vergleiche für die Leute, die aus WoW kommen. Ja. Dann gibt es noch den Bounty Hunter, Mercenary, also Söldner. Der ist auch ein Heiler, kommt glaube ich eher so nach Pala-Shami. So in dem Dreh ist er ungefähr. Ja, das nur als kleiner grober Überblick. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass es euch dann jetzt gleich gefallen wird. Ich sag schon mal tschüss, ciao, ciao, bye, bye, auf Wiedersehen, habt viel Spaß bei was auch immer ihr spielt. Es sind nur noch 3 Tage bis Weihnachten. Juhu, Geschenke! Ja. Ach, übrigens, ich habe mir noch eine Hose und ein Hemd gekauft, damit ich ein bisschen schick bin. Ja. War lustig. Kann ich euch nur sagen. In Berlin Weihnachtszeit Klamotten kaufen ist eine tolle Sache. Empfehle ich jedem. Macht richtig Spaß. Gut. Jetzt aber tschüss, ciao, ciao, bye, euer Mogi.